Diese Kühlschränke gefüllt mit Energy Drinks, die hätten eigentlich in den Kabinen der Spieler stehen sollen. Tun sie aber nicht, denn man ist kurz vor der Weltmeisterschaft draufgekommen, dass einige Inhaltsstoffe dieses Drinks bei der Dopingkontrolle zu Problemen führen könnten. Jetzt stehen diese Kühlschränke einfach in den Medienbereichen. Grund genug, diesen Energy Drink einfach mal zu probieren. Naja, geschmacklich sage ich mal, wer es mag und ob es wirklich leistungssteigernd ist, das werde ich wohl erst in den nächsten Stunden sehen. Für Sie vor Ort in Doha, Johannes Brandl für Sky Sport News HD.